Hallo, schönen guten Tag. Wieder eine Ausgabe Klaus trifft Frauenfußball. Heute mit der Essener Spielerin Elisa Marlin-Senz. Sie hat sich bereit erklärt, meinen Fragen so ein bisschen Stellung zu nehmen. Und da freue ich mich sehr drüber. Elisa, du bist beim Cheftrainer und beim Verein anerkannt, sehr hoch anerkannt. Du wirst bezeichnet als wichtiger Eckpfeiler. Du passt als Charaktertyp gut in den Verein, in die Mannschaft. Du bist neben dem Platz und auf dem Platz ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Wie siehst du das? Also erstmal finde ich, ist das eine große Anerkennung von meinem Verein, dass die mich halt als Eckpfeiler darstellen, als wichtige Person innerhalb der Mannschaft. Ich habe jetzt nach 2,5 Jahren erste Frauenbundesliga viele Erfahrungen sammeln können und bin total in das Team reingewachsen. Und ich merke auch, wie viel Vertrauen ich vom Verein und vom Trainer bekomme, dass ich halt ja bei jedem Spieltag und bei jedem Training immer meine volle Leistung abrufen kann. Ja, ist auf jeden Fall mega schön zu hören, dass man so wertgeschätzt wird, und ich fühle mich halt total wohl in der Mannschaft und im Verein. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, der Verein hat einen guten Ruf und da kommen wir nachher später drauf. In welchem Alter bist du gestartet? Du hast ja in der Jugendabteilung vom Allhorner SV und Mittekind Wildeshausen gespielt. Wann ging es bei dir genau los? Also angefangen habe ich mit 5 Jahren Fußball zu spielen. Das war dann halt in meinem Ortsverein in Ahlhorn, wo ich auch aufgewachsen bin. Da habe ich bei den Jungs gespielt, viele Jahre lang. Genau, weitergewechselt bin ich dann in die Bezirksliga zu Wittekind Wildeshausen, wo ich mich dann auch ja, mit den Jungs weiterhin messen konnte. Und ja, so startete dann meine Entwicklung. Ja, wie siehst du das Zusammenspiel mit den Jungs? Ist das wichtig für die Entwicklung einer Fußballerin? Ja, also ich kann halt sagen, dass es mir total viel geholfen hat, bei den Jungs zu spielen, weil die natürlich manchmal so ein bisschen aggressiver und schneller spielen, und die haben halt selbst mal nicht so gesagt, oh, da ist ein Mädchen, auf die müssen wir jetzt Rücksicht nehmen. Die haben mich einfach so genommen, wie ich bin, und mit mir ganz normal Fußball gespielt, und es hat auch total viel Spaß gebracht. Ja, also so über die Jahre gesehen, wo ich bei den Jungs gespielt habe, kann ich sagen, dass es mir auf jeden Fall weitergeholfen hat. Ja, wir diskutieren nämlich sehr oft darüber, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht. Ich denke mal, ein Muss dürfte es nicht geben, aber wenn die Frauen oder das Mädchen da mitspielen wollen, ist es sicherlich gut für die Weiterentwicklung. Ja, total. Über den SV, du bist ja in Oldenburg geboren und dann bist du ja zum SV Meppen gewechselt und über den SV Meppen bist du ja zur SGS Essen gekommen. Wie kam es damals zu dem Wechsel? Hat man dich da gescoutet? Weil das ist ja noch eine Entfernung. Oldenburg, Essen, ne? Ruhrgebiet. Ja, schon. Also, das war halt so, dass wir von Meppen das Eröffnungsspiel gemacht haben in der zweiten Frauenbundesliga gegen den ersten FC Köln. Und ja, bei dem Spiel hat Willi Wiesing, der damalige sportliche Leiter von SGS, zugeschaut und hat dann, glaube ich, auch so die Hinserie schon gut verfolgt bei uns, wo ich mich dann ja gut präsentiert habe. Ja, und der hat mich dann angerufen, und dann hat er so generell gefragt, wie es halt so aussieht, ob ich Interesse hätte, nach Essen zu wechseln. Und ja, dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen, und letztendlich hat sich das dann ergeben. Das ist also ein persönlicher Kontakt gewesen und nicht über eine Beratungsagentur, sondern richtig Elisa und dieser Mann. Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht beim Berater. Da haben wir das halt so geregelt, und dann, ja, lief das halt über einen persönlichen Kontakt. Ja, das ist doch super, ist doch klasse. Ja. Jetzt bist du seit 2019 da, das haben wir, glaube ich, vorhin schon mal kurz erwähnt. Was macht SG Essen so einzigartig in der Nachwuchsarbeit? Talentschmiede wird zu Essen gesagt.
es kommen immer ganz tolle Spielerinnen raus. Du hast ja wahrscheinlich zusammengespielt mit Dahlmann, Schüller, Hegering und Feldkamp. Was ist so Besonderes an diesem Verein? Ich glaube, SGS ist einfach total familiär, dass die Spielerinnen sich einfach von Grund auf an total wohlfühlen. Und ja, Essen ist halt eine Talentschmiede. Viele Spielerinnen, die halt schon in der Jugend spielen, werden dann ja auch in die Damen mit hoch, in die Frauen mit hochgezogen. Bei mir war es jetzt so, dass ich mich total gut weiterentwickeln konnte, weil ich mich halt mit mehreren Nationalspielerinnen halt messen konnte. Ja, und der Verein gibt halt sein Bestes, um uns so die optimalen Herausforderungen oder optimalen Bedingungen zu geben, um sich dann halt weiterzuentwickeln. Also der Verein gibt halt total viel mit Ja, den Trainingsbedingungen oder ja, weiteren Sachen. man sagt zwar immer so unter den Fans, ja, es wird denn wieder eine gute Spielerin weggenommen, aber Talentschmiede ist ja ein richtiges Prädikat. Also ich finde es sehr gut und ich hoffe, dass Essen weiterhin in der ersten Liga auch bleibt, ne, mit euch. Welches Saisonziel habt ihr euch denn dieses Jahr gesteckt? Ihr seid ein bisschen wackelig gestartet. Ja, genau. Dadurch, dass halt im Sommer uns wieder einige Spielerinnen verlassen haben, wussten wir dann auch nicht genau, ja, wo die Reise hingeht am Anfang der Saison. Deswegen hatten wir jetzt so nicht genau so ein ganz klares Ziel erstmal festgelegt. Dadurch, dass wir halt ein total junges und dynamisches Team sind, ja, wollten wir erstmal weg vom Abstieg auf jeden Fall, also uns dann im Mittelfeld positionieren und genau, Ziel war auf jeden Fall, so weit wie es geht, im DFB-Pokal zu kommen. Okay, gut. Schauen wir mal, was die zweite Halbserie so mit sich bringt, ne? Und hoffen, dass die Genau. Lisa noch einige Tore schießt. Du hast ja schon einige Tore auch in der Hinserie geschossen, ne? Ja, so ein paar waren jetzt dabei, auch im DFB-Pokal. Ja, also da waren ein paar sehenswerte Dinger dabei. Also Chapeau, ne? Jetzt kommen wir noch mal richtig zu Elisa. Und zwar hast du ja einmal die Haupttätigkeit als Profifußballerin und bist nebenberuflich medizinische Fachangestellte, Krankenhaus. Wie konntest du in deiner jungen Laufbahn Schule, Ausbildung, Beruf so erfolgreich verbinden? Das ist ja schon eine Konzentration auf mehrere Felder, ne? Ja, total. Also in meiner Ausbildungszeit, die ich ja in Oldenburg gemacht habe, war es halt total wichtig, dass ich mich gut organisiere. Mein Tag ist halt jedes Mal schon sehr früh gestartet. Das heißt, ich bin dann mit Trainingstasche schon zur Arbeit gefahren, habe dann ja, den ganzen Tag gearbeitet und bin dann aus Oldenburg nach Meppen gefahren, wo ich dann trainiert habe und abends ging es dann halt nach Hause. Jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen gewandelt. Also bei mir steht jetzt viel mehr der Fußball im Fokus, dass ich noch. Also ich habe meine Stunden so ein bisschen reduziert, dass ich halt mehr trainieren kann, noch mal mehr regenerieren kann. Ja, aber das klappt total gut. Also ich weiß genau, wann ich arbeiten muss, wann ich Training habe. Also ich kann meinen Tag halt total gut durchorganisieren, was mir das Ganze ein bisschen leichter macht. Ja, da braucht es aber einen guten Arbeitgeber, der da Verständnis hat. Da braucht es einen guten Verein, der die Verbindung auch zu dem Arbeitgeber hat. Und das funktioniert anscheinend. Ja, total. Also wir stehen da auch ganz eng in Kontakt. Mein Chef bzw. meine Kollegen haben halt alle mega Verständnis dafür, dass wenn ich mal innerhalb der Woche ein Spiel habe oder wir ein Freitagabendspiel auswärts haben und Donnerstag schon losfahren müssen, dass ich dann frei kriege. Also das ist alles abgesprochen und das klappt auch immer super. Ja, viele meiner Kollegen gucken auch die Spiele, deswegen kriege ich da eine total gute Unterstützung. Ja, das ist ja klasse, wenn die auch noch gucken, ne? Ja, Das, total. dann könnt ihr dann am OP-Tisch könnt ihr dann das Ergebnis diskutieren. Ja, so in etwa. So in etwa. Da kommt schon Okay. mal die eine oder andere Frage, das stimmt schon. Ja, aber das ist doch schön, wenn die Kollegen das mitleben, ne? Ist doch Ja, eine total. Die wissen das coole. auch alle und gehen da total offen mit um. Also, also stellt gar kein Problem dar. Ja. Jetzt hast du diesen Beruf und wie ich gelesen und im Vorgespräch von dir erfahren habe, nimmst du ja auch an OPs teil. Und da hat man ja sicherlich auch mal
Erfahrungen, die einen so ein bisschen bewegen. Ja. Wie kannst du das verarbeiten, dass du jetzt aus dieser Situation herauskommst und ein paar Stunden später musst du wieder ins Training oder ins Spiel? Ja, es ist halt leider so, dass man so die ein oder andere Geschichte von den Menschen mitbekommt, was die für ein Schicksal erleiden. Und oft ist es halt so, dass es nicht schön für die Patienten ausgeht. Ich greife das Ganze aber anders auf. Also ich nehme dann den Teil mit, wo wir den Menschen helfen, wo wir den Menschen helfen, wo wir denen eine Aussicht geben, dass die Verletzung wieder heilen wird, wo wir es geschafft haben, jemanden erfolgreich zu operieren, der dann nach Hause geht und total glücklich ist, weil er jetzt wieder gesund ist. Und ich nehme halt eher so die positiven Sachen dann mit aus dem Beruf. Und ja, ich sage jetzt mal, selbst wenn abends bei uns auf dem Platz was passiert, bei meinen Spielerinnen bin ich dann die Erste, die sagt, ey, komm morgen sofort vorbei, so, wir schauen uns das mal eben an. Also, weiß nicht, also ich will dann immer direkt helfen und die wissen auch, dass ich da arbeite und dann, ja, ist das, glaube ich, eher in dem Sinne, dass ich total positiv damit umgehe, so eher den Menschen zu helfen und gesund zu machen als andersrum. Dazu hätte ich jetzt eine Frage und zwar, welche Eigenschaften musst du als medizinische Fachangestellte und als Profifußballerin gemeinsam haben? Empathie zum Beispiel. Ja, das auf jeden Fall. Also vor allem dem Patienten gegenüber, den einfach so durch einen Tag oder durch eine Behandlung mit zu begleiten und dem einfach ein gutes Gefühl zu geben, dass wenn Fragen sind oder so, ich halt jederzeit bereit bin. Das Gleiche halt auf dem Platz meinen Spielerinnen gegenüber, dass wir ein total gutes Verhältnis haben und uns halt auf dem Platz verstehen. Andersrum brauche ich natürlich oder spiele ich in beiden Berufen in einem Team. Ich habe auch meine Teamkollegen. Wir müssen oft Sachen zu zweit oder zu dritt erledigen, weil sie alleine gar nicht machbar sind auf der Arbeit. Andersrum natürlich auf dem Fußballplatz, da also klappt es ja gar nicht, ohne dass man halt ein Team hinter sich hat. Ja, so ein Ich-Mensch darf man da vielleicht nicht sein. Ne? Also nee, gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Und kann man da, ein Vereinsleben ist ja mehr geprägt durch wirklich durch Teamarbeiten. Das lernt man ja auch fürs Leben. Team im Verein, Team. Ne? Ja, total. Ja, jetzt hast du 2020, hast du selber einen Schicksalsschlag erlebt und hast dir dein Schlüsselbein gebrochen. Mhm. Du hast dich da zurückgekämpft, bist wieder Stammspielerin geworden. Was hat dir in dieser schweren Situation am meisten geholfen? Deine Kenntnisse, deine medizinischen, deine Kollegen, Spielerinnen, Eltern, Freunde? Also ich wurde tatsächlich auch im Uniklinikum operiert, wo halt meine Kollegen sind und das ist genau meine Abteilung. Und als das passiert ist, haben tatsächlich auch ein paar Kollegen zugeguckt und die haben mich dann direkt danach angerufen und meinten, ja, wir kommen jetzt auch sofort in die Klinik. Und dann hat mich unser Physio hat mich dann in die Klinik gefahren und dann, ja, haben schon so 2, 3 Leute von meinen Kollegen auf mich gewartet und dann ging es auch alles recht schnell mit dem Röntgen und ja, dann wurde halt festgestellt, dass ich mir Schlüsselbein gebrochen habe. Ja, 2 Tage später wurde ich dann von 2 Ärzten, mit denen ich eigentlich immer so Sprechstunde mache, operiert. Und dadurch, dass ich die halt alle kannte und das so recht vertraut war, hat es mir ein bisschen erträglicher gemacht, so damit umzugehen. Und auch, ja, dass die mich einfach kannten. Das war halt so, ich war sowieso jeden Tag da, nur diesmal war ich halt leider auf der anderen Seite. Aber ja. Aber du hast das Vertrauen in die Ärzte gehabt. Sagt man denn dann zum Doktor, Herr Kollege, aufpassen? Nee, ich habe da total viel Vertrauen in die Ärzte. Und ich weiß auch, was die jeden Tag für gute Arbeit leisten. Deswegen war es für mich auch klar, dass die mich sofort dann operieren sollen. Das finde ich toll, klasse. Ja. Ja, Vertrauen ist ja in der Sache sehr, sehr wichtig, ne? Und schnelles Handeln vor allen Dingen, ne? Ja. Drei Wünsche. Du hast 3 Wünsche frei, Elisa. Die Wünsche sind für den Frauenfußball und sollen auch für dich persönlich sein. Welche 3 Wünsche hättest du da?
Ich glaube, mein erster Wunsch, der so an die ganze Frauen-Bundesliga geht, ist einfach, dass wir mehr Anerkennung bekommen, dass der Frauenfußball ja stetig wächst und dass man sieht, wie viel wir jeden Tag leisten und geben im Training und natürlich auch beim Spieltag, dass es einfach mehr wertgeschätzt wird. Ja, dann habe ich ja noch zwei Wünsche über. Klar, ein Wunsch für mich ist, mich stetig weiterzuentwickeln, verletzungsfrei zu bleiben und ja, vielleicht irgendwann mal international zu spielen. Oh, ja, okay. Und ein dritter Wunsch wäre, nochmal im DFB-Pokalfinale teilzunehmen. Ah ja, okay. DFB-Pokalfinale ist ja eine coole Sache, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall. Auch wenn man vielleicht dann unterliegt, trotzdem, denke ich mal, ist das ein Riesenerlebnis. Ja. Also vor 2 Jahren waren wir im DFB-Pokalfinale, ja, genau. Aber das so nochmal zu erleben und dann hoffentlich auch, wenn es mit der Corona-Situation besser ist, auch mit Zuschauern, ich glaube, das wäre nochmal ein richtig tolles Erlebnis. Ja, ja. Das wünschen wir euch, ne, die Fans. Danke. Ja, jetzt hast du 3 Wünsche. Du hast ja auch schon etwas gesagt. Es gibt ja so die Unverbesserlichen, die dem Frauenfußball nicht so nahe stehen wollen, können oder wie es auch immer zu nennen ist. Und die führen dann immer irgendwelche Argumente an, ja, so langsam, Vergleiche mit Jungs- und mit Männerfußball, ziehen irgendwie aus 1850 irgendwelche Begegnungen heran. Was möchtest du denen Menschen sagen, was Frauenfußball so interessant macht? Ich glaube, ich würde die einfach mal einladen, um bei uns ein Spiel zu schauen, damit die sich wirklich mal einen Eindruck machen können, weil einfach nur so eine These stellen, Frauenfußball ist langsam und hat sich nicht weiterentwickelt, ist ja totaler Quatsch. So. Ja. Das haben die vielleicht von irgendeinem dritten Mal gehört und bilden sich dann so ihr Bild darüber, obwohl die gar nicht oder noch nie ein Frauenfußballspiel geschaut haben. Also ich finde, wir haben uns total weiterentwickelt und die Qualität ist auch viel besser geworden, auch von den Spielen her, wenn man sich mal, ja, wenn man sich die Spiele einfach mal anschaut. Ja, ihr seid ja technisch, taktisch, habt ihr wirklich enorm zugelegt. Wenn man das jetzt wirklich mal vergleicht mit den Männern, passt ihr euch da völlig an. Ja, total. Wenn wir nicht sogar in manchen Bereichen besser sind als die Männer. So genau, so sehe ich das nämlich auch. Ja. Dass ihr in vielen Bereichen doch besser seid. Und das sollten sich diese Leute wirklich mal anschauen und sollen das mal fair betrachten. Beurteilen, ne? Genau. Ich glaube auch, dass wir einfach so disziplinierter sind, was zum Beispiel taktische Sachen angeht. Ja, ihr seid auch, das weiß ich ja aus eigener Erfahrung als Frauentrainer, ihr seid wissbegieriger, lernfähiger. Ihr setzt Dinge, die der Trainer sagt, besser um. Ne? Also, ja, finde ich auch. Ja, ihr hinterfragt zwar vieles, aber wenn dann Klarheit herrscht, dann macht ihr das auch. Und das ist bei den Männern dann doch ein bisschen anders. Ne? Ja, also wie gesagt, ich will jetzt auch nicht so Männerfußball schlecht reden, aber ich glaube, man muss das einfach so mal neutral betrachten und sich oder dem Frauenfußball auch einfach mal eine Chance geben. So. Man sollte und ja, man muss, sollte dem Frauenfußball eine echte Chance geben. Ihr habt es wirklich verdient. Wenn man diese Trainingseinheiten anguckt, ich weiß nicht, wie oft trainiert ihr 2 Mal am Tag? Unter anderem, ja. Ja, ihr habt Trainingslager, ihr habt irgendwelche Events, Teambuilding-Maßnahmen. Zeitaufwand ist da riesig und ja, die Spiele auf teilweise höchstem Niveau, muss man wirklich sagen, auf höchstem Niveau. Mhm. Und da gehört wirklich mal die entsprechende Wertschätzung dazu. Eine letzte Frage, weil wir schon Richtung Ende sind. Lesen Fußballerinnen so Fachmagazine oder wie halten die sich da auf dem Laufenden über andere Mannschaften, über andere Spielerinnen, über die Nationalmannschaft und so weiter?
Ich glaube, man kriegt halt über die Elfenzeitschrift schon viele Infos, was so in der Liga abgeht, also auch so über einzelne Spielerinnen, die da dann im Fokus stehen. Und ich glaube, dadurch wird der Frauenfußball auch mehr publik gemacht, dass mehr Leute was davon mitbekommen, dass man auch mal so Insider-News kennt, was jetzt zum Beispiel wie bei mir, so was ich zum Beispiel nebenbei mache, dass sowas dann auch mal in einer Zeitschrift steht. Und ansonsten, glaube ich, kriegt man so über die Liga an sich auch viel über Social Media mit. Da wird halt total viel gepostet, wer gegen wen spielt, wann das nächste Spiel ist. Also ich finde, man kriegt schon sehr viel von der Liga mit. Social Media, wo bist du da vertreten? Auf Instagram. Auf Instagram, das ist so das Übliche, ne, bei den Spieler, bei den Spielerinnen, ne? Ja, schon. Aha. Facebook ist gar nicht beliebt. Nicht beliebt würde ich nicht sagen, aber ich glaube, Instagram ist einfach, ja, ein Ticken moderner. Okay, ja, ist wichtig, weil, sag mal, die jungen Leute, glaube ich, mehr auf Instagram vertreten sind. Mhm. Die etwas ältere Generation, mittlere Generation ist dann wieder Facebook. Ja, genau. Das müssen aber auch andere verstehen. Ja. Die euch sehen wollen und die mit euch kommunizieren wollen, irgendwie über Bilder oder vielleicht auch mal einen Kommentar. Jetzt hast du die Elfen angesprochen. Kennst du Fido und das Fachmagazin Frauenfußball? Nee, kenne ich jetzt nicht so genau. Ah, okay. Mhm. Hast du mal Fragen an die Fans? Das habe ich noch nie, sowas habe ich noch nie gestellt. Ja, einfach mal so ein Feedback, wie euch unsere Spiele gefallen oder wie ihr findet, dass wie der Content ist, zum Beispiel auf Instagram so von jeder Mannschaft. Also findet ihr, jede Mannschaft stellt sich gleich dar oder postet gleich viele Sachen oder sind manche Mannschaften eher, sag ich mal, weniger aktiv? Sowas würde mich mal interessieren. Das würde dich interessieren, ja. Ja. Wir stellen das ja nachher in YouTube, wenn das in Ordnung ist. Mhm. Und dann hoffe ich, dass dann die Kommentare kommen. Ja, ist wichtig, dass ihr auch mal ein Feedback bekommt. Ja, genau. Es ist immer so, dass da irgendwelche Kommentare irgendwo auf Instagram sind, über sich ein Herzchen oder was ich, hey, das ist gut. Aber die richtigen Rückschlüsse kannst du da ja auch nicht draus ziehen. Nee, das stimmt. Jetzt hast du zwischendurch anklingen lassen, möchtest ganz gerne international spielen. Siehst du da für dich eine Chance? Ich weiß, Fans sehen dich da. Ich glaube, eine Chance sieht man bei sich selber immer. Mhm. Vor allem, weil man weiß, wie viel man jeden Tag investiert. Ja. Und wenn man weiter so fleißig arbeitet und seine Leistung bringt, dann stehen einem, glaube ich, viele Türen offen. Und ja, wenn man halt weiß, warum man das möchte, dann ist das auf jeden Fall möglich. Ja, und ich finde auch ganz wichtig, dass man als Spielerin auch mal sagt, das möchte ich ganz gerne. Also nicht immer so, weißt du, so sich zurückhaltend in der Defensive befindet, sondern dass man auch mal in die Offensive geht und sagt, das sind meine Vorstellungen. Ich möchte ganz gerne, mein Ziel ist Nationalmannschaft. Warum? Ja, genau. Das wünschte ich mir von mehreren Spielerinnen. Mhm. Auf dem Teppich bleiben, ganz klar, logisch. Auf dem Teppich bleiben, aber trotzdem für sich die Forderungen, das Ziel setzen, aber auch nach außen treten mit diesem Ziel. Finde ich ja. Gut. Ja, du musst gleich weg zum Training. Genau, richtig. Gleich geht's schon weiter. Du bist zwischen Arbeit und Training bist du bei uns gewesen, bei mir gewesen. Finde ich ganz klasse. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass genug Feedback jetzt kommt. Das war ein wirklich interessantes Gespräch mit vielen interessanten Statements von dir. Ja, ich freue mich auf die Likes und so weiter und so fort, ja, und die Kommentare. Ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt und will mich auch nochmal bedanken für die Anfrage einfach, dass du da an mich gedacht hast.
Weißt du, mir persönlich ist es wichtig, dass wir das ganze Spielerinnenporträt abbilden. Ob das, du musst nicht immer, weiß ich, die Nummer 1 der Welt in solchen Podcasts haben. Es gibt ja auch viele, viele gute Spielerinnen, die nicht immer so in diesem Blickpunkt sind. Aber wir wollen sie ja in den Blickpunkt setzen, mehr Sichtbarkeit für euch. Ja, finde ich auf jeden Fall eine super Idee von dir. Ja, super, alles klar. Danke.